Einen schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Webinar-Serie zum Thema Terminologie, unserer Quick Terminology-Serie. Mein Name ist Jakob Dierisamer und ich bin als Head of Sales bei der Kaleidoskop-Gruppe tätig. Wir freuen uns, dass Sie heute zum dritten Teil unserer Online-Event-Serie dabei sind, dass Sie zum dritten Teil sich Zeit nehmen. Nachdem wir ja in den ersten zwei Teilen, erster Teil war Schwerpunkt Nutzen von Terminologie, und im zweiten Teil die Vorteile einer echten Terminologiedatenbank mit einer Definition gegenüber einem Glossar, nachdem wir uns auf diese Themen fokussiert haben, schließen wir heute die erste Hälfte der Serie, wo es so eher um so Grundlagenthemen geht, mit dem passenden Schwerpunkt Grundlagen der Terminologiearbeit ab. Das heißt, da geht es um Themen wie, warum sind Konzepte so wichtig und wie stelle ich die in dieser Terminologiedatenbank dar? Solche Fragen wollen wir heute beantworten. Für alle, die zum ersten Mal dabei sind, auch ein kurzer Überblick noch, bevor wir in die Materie starten. Alle Vorträge werden von unseren fachlichen Experten übernommen, sind wo immer möglich eben mit praktischen Beispielen auch untermalt. Unsere Serie baut eben auch auf fundamentalen Themen wie genügt nicht ein Glossar oder welchen Nutzen stiftet eben Terminologie für ein Unternehmen und eben heute, welche Grundlagen sind elementar bei der Terminologiearbeit. Und eben ab nächster Woche in der zweiten Hälfte fokussieren wir uns dann eher auf fortgeschrittenere Themen wie eben Aufbau von Terminologieprozessen, aber eben auch so Themen wie Concept Maps, Ontologie, also Beziehung von Begriffen zueinander und deren Visualisierung, Integration zu anderen Systemen, Schnittstellen etc. Im letzten Webinar geht es dann vor allem um das Thema Terminologieprüfung. Also wie kann ich schon während der Inhalteerstellung sicherstellen in meinem Editor, dass eben da auch Terminologie berücksichtigt wird, nämlich nur die richtige Terminologie und nicht Begriffe, die möglicherweise verboten sind in der Terminologiedatenbank. Sie können sich bereits alle unsere Webinar-Teile auf unserer Website eben nachgucken, beziehungsweise nicht auf unserer Website, sondern auf unserem Kaleidoskop YouTube-Channel. Das heißt, Sie brauchen dann nur nach Kaleidoskop Taking Your Content Global suchen und haben dann eine Playlist mit allen Elementen, die wir bisher eben für Sie schon realisiert haben. Hier noch die wichtigsten Informationen zu den Abläufen. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl sind eben unsere Teilnehmer während der Präsentation stumm geschalten. Sie können aber jederzeit auch schon während der Präsentation den Chat verwenden, um Fragen zu stellen. Nach dem Vortrag eben nehmen wir dann Ihre Fragen auf und beantworten diese natürlich und freuen uns dann auf viele diverse und verschiedene und interessante Fragen. Selbstverständlich, wie gesagt, wird auch die heutige Session aufgezeichnet und im Nachgang eben auf unserem YouTube-Channel zum Nachgucken zur Verfügung gestellt. Ganz kurz noch, bevor wir in die Materie, in den fachlichen Beitrag springen, für alle, die uns noch nicht kennen, auch heute sind wieder einige neue Gesichter dabei. Was machen wir bei der Kaleidoskop-Gruppe? Wir gliedern unsere Services gerne in vier Säulen. Die erste beinhaltet alles, was quasi um Übersetzungsdienstleistungen angesiedelt ist. Da profitieren unsere Kunden eben nicht nur von ISO-zertifizierten Qualitätsübersetzungen und eben Premium-Service. Nein, wir beraten und managen eben auch diese Dienstleistungen drumherum. Das heißt, wir organisieren für unsere Kunden eben nicht nur die Übersetzungsprojekte, sondern auch eben den Einsatz von Machine Translation, die Lokalisierung von Keywords für Zielländer, wenn es um Webseitentexte geht. Terminologie als zweiten Bereich, das ist natürlich auch dann was wir wiederum koordinieren im Übersetzungsmanagementbereich durch unsere Projektmanager. Das heißt, wir steuern eben auch gern, wenn Sie keine Ressourcen im Haus haben, Ihre Übersetzungsprozesse. Wir verwalten die, wir binden alle relevanten Teilnehmer eben auch ein. Und wir beraten Unternehmen in puncto Terminologie auch eben von Schritt 1, das heißt Aufbau einer Terminologiedatenbank, bis eben zu fortgeschrittenen Themen rund um Terminologieprüfung zum Beispiel, während ich eben in Adobe InDesign einen neuen Text erstelle. Wie kann ich sicherstellen, dass da meine Begriffe, die als falsch gekennzeichnet sind, hinterlegt und angezeigt werden? Nicht nur Terminologie, sondern auch Qualität spielt dann natürlich eine Rolle. Das heißt,
Wir stellen eine browserbasierte Plattform zur Verfügung für fachliche Prüfung und eben Ihre fachlichen Prüfer können darauf ganz einfach ihre Änderungen, Anpassungen vornehmen, bestimmten Kategorien wie Grammatik oder Stil zuweisen und wir stellen Ihnen dann Reports zur Verfügung, wo Sie dann genau sehen, was dann eben möglicherweise in welchen Sprachen angepasst wird und welche in welchen Kombinationen Sie kontinuierlich hohe Qualitätsscores liefern. Last but not least, das Thema Automatisierung und Prozesseffizienz ist ja derzeit sehr, sehr präsent. Das heißt, wir ermöglichen es Unternehmen, ihre Inhalte direkt aus Ausgangssystemen, also Content-Management-Systemen aller Art, Redaktionssystemen, E-Shops, Web-Content-Management, direkt in die Übersetzungswelt zu übertragen, ohne Copy-Paste und eben auch diese Teilschritte in der Übersetzung dann zu automatisieren. Und ganz kurz noch, hinter jeder dieser Säulen und hinter jeder dieser Services steht dann natürlich eine Software. Das heißt, wir haben neben unserer Übersetzungsdienstleistungstochter, die die Services übernimmt, die Eurocom Translation Services, auch Partner eben auf der Technologieseite, wie eben SDL, wenn es um Übersetzungsmanagement geht, Congrie, wenn es um Terminologiemanagement geht, also wo es mittlerweile auch für alle bestehenden Kunden eine spannende Schnittstelle gibt, wo Congrie eben auch mit unseren Lösungen spricht. Im Bereich Connectivity vielleicht noch spannend, manche von Ihnen setzen ja Schema SD4 ein. Und eben haben wir auch einen Connectivity-Partner, der uns hilft, für diese Systeme Adobe, WordPress, Adobe Experience Manager, WordPress, Sitecore etc. Integrationen in unsere Übersetzungsprozesse, in die Übersetzungswelt quasi herzustellen. Nun aber keine weiteren Verzögerungen und ich übergebe an den Vortragenden, den Herrn Fleischmann, unser Geschäftsführer. Die meisten von Ihnen kennen den Herrn Fleischmann schon. Er ist eben nicht nur Mastermind unserer Lösungen, sondern eben auch selbstbegeisterter Terminologe, der sein Terminologiewissen und seine Erfahrungen auch im universitären Betrieb einbringt als Vortragender. Und genau aus diesem Grund sollte der heutige Webinar-Schwerpunkt Terminologiegrundlagen auch aus wissenschaftlichen Aspekten maßgeschneidert für den Herrn Fleischmann sein. Klaus, hörst du mich? Ich höre dich und du mich hoffentlich auch. Sehr gut sogar. Dann Perfekt. übergebe ich an dieser Stelle an dich. Danke, Klaus. Ja, dann vielen Dank, Jakob, für deine einführenden Worte zu, ja, zu uns und was wir so tun und machen. Und ja, wie gesagt, Teil 3 dieser Webinar-Serie ist eben die Grundlagen der Terminologiearbeit. Und ich teile ja, wie all jene von Ihnen, die schon eines der anderen Webinare gehört haben, ich teile die Welt ja immer in 4 Quadranten, Säulen oder sonstiges ein. Und so auch die Basics der Terminologiearbeit oder überhaupt nicht nur die Basics der Arbeit, sondern wie gehe ich überhaupt heran an so ein Terminologieprojekt. Das startet mal so bei den Grundlagen, warum überhaupt Terminologie? Da haben wir ja im Webinar über den Nutzen schon ein bisschen drüber philosophiert, aber dann eben auch ja, die Basics der Terminologiearbeit an sich. Dann ein ganz besonders wichtiger Bereich, natürlich das Datenmodell. Also was muss meine Termbank eigentlich alles können? Und dann, wenn es ans Eingemachte geht, also die Projekte und Prozesse aufgestellt werden, eben so ein bisschen. Okay, er jammert hier, dass meine Audioverbindung kommt und geht. Ich hoffe, es passt. Ansonsten lass mich wissen, Jakob. Und dann eben auch noch den Bereich Workflow und Prozesse. Und zu diesen 2 anderen Säulen, da haben wir dann das nächste Modul eigentlich, das Modul 4, wo es dann ganz konkret eben über Scope, also wie gehe ich das an und wie erstelle ich eben diese Prozesse gehen wird. Heute also, wie gesagt, über die Grundlagen. Die Grundlagen der Terminologiearbeit, Benennungen, Konzepte, Definitionen. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Was ist eigentlich das Problem? Und natürlich wie immer 4 Problemschwerpunkte bei Terminologie. Problem 1 oder Zielsetzung 1, wenn man es positiv formulieren will, ist, dass ich natürlich versuchen möchte, verständlich und korrekt zu kommunizieren. Mein All-Time-Favorite-Beispiel für nicht verständliche Kommunikation ist hier diese Stellenausschreibung, wo jemand also tatsächlich einen oder eine Kundenfahrbahnberaterin gesucht hat. Und diese Stellenbeschreibung ist schlicht und ergreifend unverständlich. Das ist nicht linguistisch schwierig, also man versteht die einzelnen Wörter, aber das ergibt einfach keinen Sinn. Man kann sich nicht zusammenreimen, was suchen die da eigentlich, was ist denn das eigentlich? Und das versucht man mit guter Terminologie einfach zu lösen, dass man sagt, naja, wenn jemand das Wort liest, sollte er schon ungefähr eine Ahnung haben, wovon wir da eigentlich reden.
Präzise definiert, das ist der zweite Bereich, und zwar immer besonders dann natürlich, wenn es gefährlich wird, wenn wir da in Ähnlichkeiten hineinrutschen. Das Wort definieren kommt ja auch davon, dass man sich eben abgrenzt aus dem Lateinischen. Finis oder so irgendwas war die Grenze, habe ich vor ein paar Jahren im Lateinunterricht gelernt. Das heißt, dieses Abgrenzen gegen sehr ähnliche und verwandte Konzepte und eben genau unterscheiden, was ist jetzt was. Da habe ich auch ein eher älteres Beispiel schon, aber auch immer noch sehr illustrativ und schön. Eben ein Sicherheitslabel. All jene von Ihnen, die IKEA kennen und dort schon mal Kerzen gekauft haben, wissen, es handelt sich hier um Kerzen. Aber das ist jetzt natürlich, wenn Sie sagen, das ist ja nicht Terminologie, das sind ja Bildchen. Naja, Bildchen sind eigentlich auch Terminologie, aber es stimmt schon. Bei Terminologie haben wir natürlich üblicherweise geschriebene Wörter. Also das müssen Sie jetzt ein bisschen gedanklich mappen auf ein geschriebenes Wort. Aber allein dieses Icon hier, das eben hier verwendet wird für eine Kerze, im Kontext ist es natürlich klar, aber wenn ich das völlig aus dem Kontext herausreiße, dann ist das schon sehr verwirrend und sehr ähnlich wie etwas anderes, was ich auch mit diesem Icon darstellen könnte. Und im Endeffekt natürlich, wenn da je was passiert, und Kerzen unterliegen zwar nicht der Maschinenrichtlinie, aber münzen Sie das mal auf Maschinen und auf gefährlichere Dinge, und ein Anwalt zerlegt das und sagt dann, ja Moment, diesen Terminus, den Sie da verwenden, der ist ja völlig uneindeutig und nicht definiert. Genau das ist eben das Anliegen in der Terminologie, dass ich sagen kann, ja, wir sind uns bewusst, das kann auch was anderes heißen, aber wir legen das ganz genau fest, wir definieren das und sagen, bei uns heißt es aber genau Folgendes. Und das ist auch das Wesen der unternehmensspezifischen Terminologie, dass ich so etwas eben kann. Natürlich mache ich das jetzt nicht absichtlich, um meinen Leser zu verwirren, ja, aber im Detailfall, wo es halt schon wichtig ist zu unterscheiden, naja, da gibt es, keine Ahnung, Komponente A, Komponente B und Komponente C, die sind sehr ähnlich, aber eben doch nur ähnlich und nicht genau gleich. Und dann definiere ich eben und dann gehe ich ins Detail. Auf sprachlicher Ebene, was ich natürlich vermeiden will mit der Terminologiearbeit, ist, dass ich im Unternehmen Synonyme habe. Das heißt, dass es einfach verschiedene Wörter für ein und dasselbe Ding gibt. Das heißt, ich will konsistent kommunizieren, einheitlich kommunizieren, damit ich meinen Benutzer auch nicht verwirre. Hatten wir ja auch ein paar Beispiele schon im Webinar 1. Und last but not least, auch hier wieder, ich will natürlich auch eindeutig kommunizieren. Das heißt nicht nur einheitlich, sondern auch eindeutig. Das heißt, ich will Homonyme vermeiden. Was sind Homonyme? Naja, zum Beispiel eben dieses Problem mit der Welle. Manche dieser Dinge heißen auf Deutsch Welle, manche dieser Dinge heißen auf Englisch Wave, aber halt nicht alle. Also für uns ist halt sprachlich diese Welle ident gleich wie diese Welle, aber nicht auf Englisch. Und so etwas möchten wir in Terminologiearbeit vermeiden. Auch hier wieder nicht krampfhaft, also es macht wahrscheinlich keinen Sinn, so Sachen wie Leiter irgendwie, ja, zum Beispiel statt Leiter Steighilfe zu nennen, weil das versteht dann auch nicht wieder jeder. Es gibt halt unterschiedliche Leiter und möglicherweise sagt man dann zu dem einen halt elektrischer Leiter und zu dem anderen einfach nur Leiter. Also man soll die Sprache hier auch nicht irgendwie vollkommen vergewaltigen. Aber natürlich ist das Ziel, dass unter einem Wort alle im Unternehmen und natürlich auch die Kunden, die Leser, die Benutzer dasselbe verstehen. Das sind also eigentlich die Zielsetzungen, das ist das Problem. Und diese Probleme sind völlig normal, wenn man sich ein Unternehmen anschaut. Das heißt, wenn ich mir mal überlege, naja, wie entsteht denn eigentlich so ein Ding im Unternehmen, dann ist es halt sehr häufig so, dass in der Forschung, Entwicklung irgendjemand sich überlegt, das wäre doch cool, wenn man dieses Teil nicht nur am Gerät selber bedienen kann, sondern wenn man da herumwandern kann gleichzeitig, weil, keine Ahnung, dann kann man zu dem Werkstück schauen, das ich gerade bearbeite, und sehe das halt viel besser, was eigentlich mein Gerät hier macht. Und die denken natürlich sehr in Richtung, naja, was tut denn dieses Gerät eigentlich? Wie nenne ich das denn? Und werden dann natürlich in ihren White Papers oder was immer sie da, Spezifikationen, was immer sie da schreiben, wenn sie diesen Term das erste Mal verwenden, dann haben die eher so dieses Leitbild, also die Funktion, was tut das? Und wenn das Ganze dann seinen Lauf nimmt, irgendwann geht das in die Entwicklung, in die Konstruktion, zu den Programmierern, je nachdem, was das natürlich ist, dann verwenden die natürlich auch wieder Wörter auf den UIs, auf den Schaltplänen etc. Sind aber eher fokussiert auf, wie baue ich denn das oder welche Funktion löst das denn genau aus in meinem Softwarecode beispielsweise. Der Produktmanager, der das dann irgendwie einpflegt in das Sortiment, in die Preislisten, in diverseste Bestellsysteme etc., der überlegt sich halt eher, naja, wie passt das in mein Produkt? Muss ich das irgendwie unterscheiden von ähnlichen? Zum Beispiel steht ja hier irgendwie 30 drauf. Naja, vielleicht gibt es 30, aber auch 15, und für den sind das dann zwei unterschiedliche Konzepte potenziell sogar, wo das für den Entwickler eigentlich alles genau dasselbe ist, weil das macht immer genau dasselbe von der Funktion her. Und so geht das weiter. Die TechDoc, sehr häufig übrigens die erste Abteilung, die irgendwie sagt, naja, weil sie eben
Infos bekommt, sowohl von der F&E als auch die UI sieht oder die Pläne bekommt, als auch die Datenbanken eben abgreift und dann sagt, Leute, ihr verwendet da völlig unterschiedliche Wörter für ein und dasselbe Ding. Ich verstehe zwar warum, aber es ist trotzdem nicht gut. Und natürlich hat auch die TechDoc den Ansatz und sagt, naja, das soll möglichst selbsterklärend sein, das Wort, dass meine Benutzer einfach verstehen, was, ja, wie man das bedient etc. Und so geht das weiter. Das Marketing hat natürlich eher so den Ansatz, naja, das soll nicht unsexy klingen und soll nicht irgendwie meine Kunden verschrecken, sondern das soll schon irgendwie attraktiv klingen, das dann auch entsprechend vielleicht zu kaufen. Und wie die Benutzer dazu sagen, das interessiert uns natürlich, wenn wir Search Engine optimieren, dann wollen wir natürlich auch wissen, wie unsere Benutzer dazu sagen und zumindest im Marketing, in den Blogs oder so, dann eben diese, dort nennt man das dann Keywords und nicht Termini, aber ist in Wahrheit genau dasselbe, dass man dann diese Dinge verwendet. Und beziehungsweise gibt es natürlich auch Szenarien, wo der Kunde sagt, ihr müsst in euren Informationen einfach unsere Terminologie einhalten, weil wiederum unsere Benutzer das so gewohnt sind. Das heißt, man sieht, das ist völlig normal, dass es da eine Verwirrung gibt, Unklarheiten, unterschiedliche Sichtweisen. Was ist denn das überhaupt? Wovon reden wir überhaupt? Und dazu kommt halt auch, dass das in der Sprache an sich schon so ist. Also zum Beispiel so das schöne Wort Achter, das kann halt sehr, sehr viele verschiedene Dinge bedeuten. Also zum Beispiel jemanden, der rudert, ist ganz klar, das ist ein Achter. Oder jemanden, der klettert beispielsweise, ganz klar, das ist ein Achter, also eine bestimmte Art von Knoten. Wobei interessanterweise schon allein im Klettersport gibt es zwei verschiedene Dinge, die als Achter bezeichnet werden, weil dieses Abseilgerät oder Sicherungsgerät ist nämlich auch ein Achter. Ja, also sehr unklug gewählt eigentlich, ja, wenn ich jetzt in einer Notsituation irgendwo im Seil hänge und sage, ah, ich brauche mal schnell einen Achter, hoffentlich versteht er den richtigen. Also man sieht sogar innerhalb einer Branche kann das dann schon Verwirrung erzeugen. Da gibt es natürlich wieder eine andere Art von Achter, einfach im Fahrrad. Natürlich gibt es die Ziffer 8, wird auch als Achter bezeichnet. Zumindest in Wien nennt man auch dieses Ding einen Achter. Ich weiß nicht, ob das in ganz Österreich, geschweige denn Deutschland so ist, aber bei uns in Wien nennt man auch sowas einen Achter. Das heißt, das passiert auch im natürlichen Leben klarerweise, potenziell auch aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen oder auch, ja, weil sich das einfach so unterschiedlich entwickelt hat oder weil es bewusst irgendwie lustig ist. Andersrum eben zum Beispiel eben auch die Frage, wie übersetze ich eigentlich das Wort Welle auf Englisch? Da hatten wir ja vorher auch schon ein paar. Da gibt es halt diese eine Art von Welle, dann gibt es irgendwie eine Antriebswelle. Es gibt natürlich die im Meer, es gibt aber ganz andere Wellen auch noch. Also es gibt Gebäude, die heißen Welle, es gibt die Welle im Fußballstadion, die man oft gar nicht übersetzt, sondern Laola nennt oder so. Dann gibt es auch Dauerwellen, also es gibt ganz viele verschiedene Wellen. Und all das sind halt sozusagen, wenn es um die Konsistenz, Eindeutigkeit, Einheitlich geht, ein Problem. Und im Unternehmen, wenn wir jetzt zurückdenken an dieses Unternehmensproblem, super Animation von vorher, damit ich hier weiterkomme und sozusagen auch lösen kann, wie nennen wir es denn und wann verwenden wir welchen Term, ist eben eines relativ wichtig im Unternehmen. Und zwar, Jakob hat es ja bei der Einleitung schon gesagt, das sogenannte Konzept. Das heißt, es ist in der Terminologiearbeit, in den Basics ganz, ganz wichtig, sich immer vor Augen zu halten. Zunächst mal müssen wir wissen, wovon reden wir eigentlich. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, gib mir mal einen Achter, welchen? Das ist ein Riesenunterschied, ob der ein Ruderboot meint oder das Sicherungsgerät. Oder andersrum, wenn jemand sagt, gib mir mal eine Welle oder wir brauchen deine Welle. Auch da muss ich zuerst wissen, welche denn eigentlich? Und umgekehrt, wenn wir versuchen, die Terminologie zu normieren und zu standardisieren, auch dort muss ich zunächst mal ein Konzept bilden. Das heißt, ich muss halt sagen, okay, wir haben dieses Ding hier, um das jetzt wieder zu verwenden, diesen FRC 30 beispielsweise, und müssen dann mal festlegen, was ist denn das überhaupt? Und das ist natürlich etwas, was im Terminologieprozess, zu dem kommen wir im nächsten Webinar dann, gelebt wird, dass ich eben sage, naja, ich muss eben diese verschiedenen Sichtweisen alle unter einen Hut bringen, versuchen zumindest, manchmal geht das nicht und dann ist halt zum Beispiel in der Technik gibt es irgendwie 3 oder 4 verschiedene davon, aber in der TechDoc ist das immer dasselbe, weil das ist uns egal, ob das der FRC 30 oder 15 oder 80 ist, aber natürlich in der, weiß nicht, Ersatzteilverwaltung ist es natürlich ein Riesenunterschied, da muss ich schon den richtigen dann an den Kunden schicken. Das heißt, diese Sichtweisen unter einen Hut zu bringen und dann zu sagen, okay, was ist das eigentlich, wo können wir uns darauf einigen, dass wir da vom selben reden. Also hier zum Beispiel einfach eine Einrichtung, die irgendetwas aus einer gewissen Entfernung bedient. Und dann kann ich natürlich anfangen zu überlegen, naja, wie nennen wir das? Man bedient etwas aus einer Entfernung, Fernbedienung, das ist verständlich, das ist kurz, das ist, ja, klingt vernünftig. Und all diese anderen Wörter, das ist auch ganz, ganz wichtig in der Terminologie, immer auch die
Anti-Terminologie oder die verbotene Terminologie aufzunehmen, spätestens wenn ich es prüfen will, siehe Webinar Nummer 6, dann brauche ich ganz wichtig auch die Info, dass zum Beispiel Fernsteller eigentlich genau dasselbe ist, ja, also die Abteilung, die dieses Wort erfunden hat, welche auch immer es war ganz konkret, die hat schon genau auch dieses Teil gemeint, da ist genau das ist das Konzept dahinter, aber wir einigen uns darauf, so wollen wir zumindest in unserer Kommunikation mit dem Kunden das nicht nennen, sondern da nennen wir das immer Fernbedienung. Ein bisschen akademische Sichtweise auch darauf. Jakob hat es ja angekündigt, es gibt eben in der Terminologie oder auch in der Zeichenlehre, in der Semiotik ganz grundlegend, gibt es immer dieses Dreieck, diese Dreiecksbeziehung. Und die einzelnen Spitzen dieses Dreiecks setzen sich wie folgt voraus zusammen. Also ich habe immer an einer Spitze des Dreiecks, habe ich ein tatsächliches, ich nenne das jetzt mal Ding, also einen echten Gegenstand, sagt dann die ISO, aber im Grunde genommen ein Ding in meiner realen Welt, also hier so eine komische Schraube, wobei die ganz genauen Zuhörer werden feststellen, naja, das ist ja eigentlich auch kein Ding, sondern das ist ja auch schon ein Bild von einem Ding. Ja, das ist richtig, aber es ist halt sehr schwierig bei diesem Webinar da jetzt eine echte Schraube hinzuhalten. In meinen Workshops mache ich das ganz gern, dass ich wirklich so eine Schraube mit habe und sage, okay, wir haben da jetzt wirklich dieses Ding. Also stellen Sie sich bitte vor, das sei kein Bild, sondern die echte Schraube hier. Und wenn ich jetzt mit Menschen über diese Dinge kommuniziere, wenn ich das bestellen will oder beschreiben will oder, keine Ahnung, Wartungsanleitungen schreibe oder einen Blogartikel darüber verfasse, dann ist es halt schwierig, all diese Dinge immer mitzunehmen und den Leuten zu sagen, schau, davon spreche ich jetzt gerade. Bei Schrauben ging das vielleicht gerade noch, bei Dünnrahmenstrang-Gießanlagen wird das dann schwierig. Und darum hat man sich einfach geeinigt als Menschen, so im Laufe unserer Entwicklung, na gut, wir erfinden Wörter dafür. Und hat dann einfach gesagt, okay, dieses Teil hier, das nennen wir einfach Augenschraube, Punkt. Wir nennen es übrigens nicht Ringschraube, weil das ist nämlich was anderes. Und wir nennen es auch nicht Schraube ganz generell, weil das ist zu unspezifisch in dem konkreten Kontext, in dem halt dieses Unternehmen dieses Wort braucht. Das nennt man dann die Benennung. Das heißt, ich habe, oder Terminus heißt das dann auch, Termini. Das heißt, ich habe für diese Dinge, damit ich sie praktischer beschreiben kann und nicht alle Dinge immer mitschleppen muss mit mir, habe ich eben diese Benennungen erfunden und eingeführt, und sehr oft sind die einfach wirklich nur erfunden oder haben sich halt so ergeben. Also warum eine Schraube Schraube heißt, ja, keine Ahnung, hat halt irgendwann mal jemand so erfunden. Und diese Benennungen stehen natürlich immer für das Ding. Das heißt, die benennen oder bezeichnen dieses jeweilige Ding. Und an der dritten Spitze des Dreiecks steht dann das sogenannte Konzept. Das heißt, oder auf Deutsch unglücklicherweise nennt man das dann den Begriff. Unglücklicherweise deshalb, weil für die meisten Menschen ist nämlich das hier ein Begriff, ja, also das Wort Augenschraube, das stimmt eigentlich in der Terminologielehre nicht, sondern in der Terminologielehre ist eigentlich das hier der Begriff, darum nenne ich es eben gerne auch das Konzept. Das ist sozusagen das, was vor unserem mentalen Auge entsteht, wenn wir dieses Wort hören. Das heißt, wenn ich Augenschraube höre, dann denke ich so an, ja, das Ding hat ein Gewinde, das hat so ein kleines Auge am Ende, es ist klein. Es ist keine Ringschraube, weil bei der Ringschraube, wie jeder weiß, ist der Ring viel größer im Vergleich zu der tatsächlichen Schraube. Es ist Metall. Manche von Ihnen wissen vielleicht sogar, was man damit macht. Ich nicht, aber ich kenne es nur irgendwie, wenn man Vorhangstangen aufhängt, dann habe ich solche Dinge schon mal gesehen. Aber es ist sicher praktisch für bestimmte Dinge. Das heißt, das sind so die Merkmale, an die ich denke, wenn ich dieses Wort höre. Und im Idealfall deckt sich das dann auch wieder mit dem Ding selbst. Dann funktioniert Kommunikation, wenn alle Beteiligten an allen drei Ecken des Dreiecks sozusagen dasselbe haben. Kommunikation funktioniert nicht, wenn ich hier ein Wort stehen habe, das völlig was anderes in dem Zuhörer vor seinem geistigen Auge entstehen lässt, als das, was eigentlich bezweckt ist. Wenn man zurückdenkt zum Beispiel an die Beispiele, die ich vorher hatte, unseren, na, wie heißt der, Kundenfahrbahnberater. Beim Kundenfahrbahnberater entsteht eigentlich gar nichts vor meinem geistigen Auge, weil ich irgendwie gar nicht weiß, was das jetzt eigentlich soll. Oder es entsteht halt irgendwie was, aber es entsteht nicht das, was eigentlich gemeint war damit. Und dann funktioniert Kommunikation nicht, weil dann habe ich einfach sozusagen eine Benennung, die auf keinerlei Konzept referenziert. Schlecht ist natürlich auch, wenn ich in der Termbank irgendwie eine Benennung habe und das dann irgendwie definiert habe, das stimmt aber gar nicht mit der Wirklichkeit überein. Das passiert natürlich auch, dass dann irgendwer merkt und sagt, hoppla, ihr habt eine Definition in eurer Termbank, aber das stimmt ja gar nicht. Dann ist es eben nicht korrekt. Da sind wir dann auch wieder bei der Verwendung der korrekten Terminologie, also nicht nur der einheitlichen, sondern es sollte sich halt auch wirklich decken.
dann funktioniert das und das kann man auch sehr gut im persönlichen und privaten Umfeld beobachten, wenn mal irgendwas nicht funktioniert in der Kommunikation, dann eben meistens deshalb, weil sich jemand unter diesem Wort etwas anderes vorstellt oder weil es das gar nicht gibt in seiner Realität. Ja, also wenn jemand noch nie in seinem Leben eine Augenschraube gesehen hat und gar nicht weiß, was eine Schraube ist oder und kein Gewinde ist, dann nützt ihm weder das Wort noch das Konzept. Er weiß trotzdem nicht, wovon wir reden, weil das einfach nicht existiert in seiner Welt. Das ist natürlich dann bei mehrsprachiger Terminologie auch immer ein Thema, wenn es Dinge einfach überhaupt gar nicht gibt in der anderen Kultur. Deshalb ist es auch so schwierig, Speisekarten zu übersetzen zum Beispiel, weil es da oft die Dinge schlicht und ergreifend nicht gibt. Das heißt, das meinen wir, wenn wir vom Konzept sprechen und das wollen wir in der Termbank auch darstellen. Also nicht Wörter, keine Listen von Wörtern, sondern wir wollen die Konzepte darstellen. Und wie mache ich das? Naja, natürlich mit Benennungen auf der einen Seite, aber natürlich auch mit so Dingen wie Definitionen, Erklärungen. Das heißt, ich kann da eben einen Text schreiben, der sagt, was ist denn das überhaupt? Beispielsweise hier einer von mir erfundene Definition oder Erklärung. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Definition und Erklärung, aber da will ich Sie jetzt nicht belasten damit. Es gibt auch sogenannte definitorische Hilfsmittel. Das heißt, wenn ein Bild eigentlich eh schon ausreicht oder wie hier zum Beispiel irgendeine, weiß ich nicht, DIN oder ISO-Teilenummer oder ein E-Class-Artikelnummer oder keine Ahnung und für Ihr Zielpublikum das eh klar ist, wenn Sie das lesen, dann können Sie sich natürlich eine echte Definition auch sparen, weil Sie sagen, habe das eh schon hier in meinem Bild und damit ist das allen völlig klar. Im Idealfall habe ich natürlich so viel wie möglich. Und was ich auch habe natürlich in der Termbank ist das wichtige Thema Klassifikation. Das ist dann immer bei der Termbank-Definition, also beim Termbank-Modell, der Definition des Termbank-Modells so, ist das dann immer die Frage, ja, was braucht man denn alles und wie klassifiziere ich? Zum Beispiel kann ich eben sagen, naja, das kommt aus dem Fachgebiet Schrauben. Dann weiß ich immerhin schon, aha, hat irgendwas mit Schrauben zu tun. Ich kann auch sagen, das entstammt dem Projekt 4711. Das nützt mir natürlich überhaupt nichts, wenn ich nicht weiß, was dieses Projekt ist. Aber angenommen, jeder im Unternehmen weiß, wovon ich da spreche, dann ist auch das eine Art von Klassifikation beispielsweise. Ich kann aus diesen Klassifikationen dann auch zum Beispiel so Taxonomien bauen, wie wir das machen mit unserer Quickterm-Software, dass ich das auch einordnen kann in eine Hierarchie. Oder ich kann eben Concept-Maps malen, wenn ich will. Das ist also auch ganz praktisch, dass ich eben sagen kann, na gut, die Augenschraube, die hängt hier unter den Schrauben. Das heißt, es ist eine Art von Schraube. Übrigens, wenn du nicht weißt, was eine Schraube ist eine Art von Befestigungselement. Und übrigens, es gibt auch andere Schrauben. Neben der Augenschraube gibt es also auch Ringschrauben. Und Achtung, das ist ganz was anderes. Also das sind dann auch so Visualisierungen dieser Klassifikation. Und um all das zu ermöglichen, das heißt, was brauchen denn Sie ganz konkret für Ihren Kontext, für Ihr Unternehmen, für Ihr Projekt? Genau dafür brauche ich dann das Datenmodell, dass ich eben sage, okay, welche Klassifikationen haben wir? Welche Zusatzinformationen? Manche nennen das dann auch Metadaten. Welche Metadaten? Also nicht Kilometer, sondern Meta im Sinne von Daten über sich selbst sozusagen. Metainformationen, das heißt Informationen über den Terminus oder über das Konzept. Und genau das machen wir, wenn wir eben ein Datenmodell definieren. Sprich, Sie müssen entscheiden, was ist für Sie wichtig in einem bestimmten Datenmodell. Und ich verfolge eigentlich zwei Ziele damit auch. Das ist eigentlich auch wieder eine Wiederholung von dem, was ich vorher schon gesagt habe. Nämlich auf der einen Seite die Fragestellung eines Users, wann verwende ich eigentlich welches Wort? Also darf ich zum Beispiel Ringerlschräuberl sagen? Ist das in Ordnung? Dann sehe ich hier in der Termbank eben mit ein bisschen Schulung, naja, das darf ich nur, wenn ich SEO optimiert schreibe. Ich meine, das ist jetzt natürlich als Scherz gedacht, ja. Aber wenn jemand einen Blogartikel schreibt, viele, viele User auf dieser Welt suchen ganz bestimmt nach dem Keyword Ringerlschräuberl, dann ist es natürlich voll okay, im Blog dieses Wort zu verwenden. Aber eigentlich ist unser Standard dafür Augenschraube. Übrigens bitte nicht zu verwechseln mit dem und Quellenangabe und keine Ahnung. Wenn du eine Kurzform davon brauchst, dann ist es auch okay, aug.schr. zu schreiben. Ja, also wenn ich nicht genug Platz habe auf irgendwelchen Plänen, User-Interfaces etc., dann bitte immer so verstümmeln und dann ist das auch immer einheitlich verstümmelt und zum Beispiel auch dem Übersetzer klar oder zum Beispiel kann ich das dann durchaus auch auf einer Softwareoberfläche in die Hilfe aufnehmen, dass aug.schr. halt für Augenschraube steht, weil das dann eben entsprechend aus der Termbank kommt. Und eben auf der anderen Seite, wodurch unterscheiden wir oder was bestimmt bei uns ein Konzept? Also so eben diese Frage, was unterscheidet eigentlich diese drei Wellen voneinander? Das könnte zum Beispiel die Klassifizierung sein. Also hier zum Beispiel Engineering versus Vacations versus Electronics. Dann weiß ich eben, okay, kommt aus drei völlig unterschiedlichen Subject, also Fachgebieten.
Es könnte aber auch sein, dass das eine aus der Abteilung Engineering kommt und das andere aus der Abteilung Services, ja, Travel Agency oder so. Und das dritte kommt dann eben dummerweise auch wieder aus Engineering, also hilft uns in diesem Fall noch nicht wirklich ausreichend. Aber genau dafür sind eben diese Metadaten, genau dafür ist dieses Datenmodell wichtig. Und jetzt so ein bisschen gemünzt auf unsere Software und die Dinge, die wir so treiben, Tag ein, Tag aus, also so in Richtung Multiterm und Quickterm gedacht. Bei uns, und das hat sich als durchaus praktisch herausgestellt, auch in der Terminologielehre, gibt es diese Metadaten, diese Zusatzinformationen eigentlich auf drei Ebenen. Ebene 1 wäre eben die Eintragsebene oder die Konzeptebene, wenn man das so will. Das heißt, das sind Informationen, die sind gültig für das gesamte Konzept, egal ob Deutsch, Englisch oder Französisch. Also zum Beispiel, dass das zu den Schrauben gehört, das wird sicherlich auf Französisch auch stimmen, weil wenn dort nämlich was drinnen steht, was nichts mit Schrauben zu tun hat, dann muss das dort falsch sein. Und dann kann das dort einfach gar nicht hingehören in dieses Konzept. Das ist das Thema Klassifizierung, auch ein bisschen Verdeutlichung natürlich. Bild beispielsweise schon so ein bisschen die Frage, ist das wirklich auf der Sprachebene? Das ist nämlich die nächste Ebene hier. Das heißt, hier habe ich Dinge, die eigentlich auch das gesamte Konzept beschreiben, aber eben sprachspezifisch. Das heißt zum Beispiel die ewige Fragestellung Definition. Ist eine Definition etwas, was konzeptweit, also für alle Sprachen, für das gesamte Konzept gültig ist? Eigentlich ja. Dummerweise ist aber die Definition immer in einer bestimmten Sprache geschrieben. Das heißt, wenn ich nicht sicherstellen kann, dass jeder Benutzer Deutsch kann, dann muss ich die eigentlich auf die Sprachebene schieben, die Definition. Dort gilt sie dann für das Konzept, aber in dieser spezifischen Sprache. Oder es sind eben wirklich Informationen, die für diese konkrete Sprache gelten, wie zum Beispiel in unserer Software der Workflow-Status. Wir sind der Meinung, wenn ich einen Workflow-Status habe, also ist das noch in Abstimmung oder ist das schon final freigegeben, dieser Eintrag, dann passiert das immer auf Sprachebene, weil sehr wahrscheinlich jemand anderer sich das Deutsche überlegt als das Französische. Aber man sieht schon hier, es gibt hier nicht eine Wahrheit. Das ist eben wirklich firmenspezifisch anzupassen. Und dann gibt es eben auch noch auf der Termebene diese Metadaten über die Termini selbst, die eben auf der einen Seite natürlich nochmal Zusatzinfo enthalten zu diesem Term, aber ganz wichtig eben auch unterscheiden. Das heißt, wann verwende ich was? Hier eben nochmal dieses Beispiel von vorn her. Da habe ich also rejected. Die Daumenschraube ist einfach überhaupt nie gültig. Das Ringausschrauberl ist nur gültig, wenn ich SEO schreibe. Augenschraube ist halt sozusagen eine erlaubte Variante, aber nur, wenn ich eine Kurzform brauche. Und standardmäßig sollte ich Augenschraube verwenden. Das ist dann eben sozusagen auf Termebene. Was man hier auch sehr schön sieht, ist ein weiteres ja, Element der Terminologie. Man nennt das Benennungsautonomie. Das heißt, jeder dieser Termini steht für sich hier herinnen. Also es gibt also kein Feld irgendwie, wo steht verbotene Wörter Doppelpunkt und dann führe ich die alle an, sondern das verbotene Wort ist einfach auch ein Terminus in dieser Sprache für dieses Konzept, aber er ist eben beschlagwortet beispielsweise als verboten oder zum Beispiel als nur in Österreich oder keine Ahnung, nur in Abteilung X, nur in Produktion so, versus ein anderer Terminus in dieser Sprache für ein anderes Produkt. Also alle diese Termini sind unabhängig voneinander, aber natürlich gruppiert auf der Sprache zunächst mal und dann eben gruppiert in diesem Konzept. Vorteil ist, man findet jedes davon. Ich kann Prüfungen machen. Das heißt, wenn ich nachher schreibe Daumenschraube in meinem Ausgangstext oder auch in meiner Übersetzung, dann kann eben eine Prüfsoftware sagen, oh, bei Daumenschraube, ja, das kenne ich, das ist als Benennung in unserer Datenbank drinnen, steht für dieses Konzept, aber ist verboten und kann eben sagen, stopp, auch wenn ich jetzt einfach nur danach gesucht habe, zum Beispiel, verwende bitte lieber die Augenschraube. Es gibt hier so ein paar Beispiele, also was könnten solche Metadaten sein? Einige haben wir ja eh auch schon in den Screenshots gesehen, also so Dinge wie Projektcodes, Materialnummern oder wenn ich in irgendwelche anderen Systeme referenzieren will, Fachgebiete oder Klassifikationssysteme. Das sind klassischerweise so Dinge auf der Eintragsebene. Anmerkung ist auch immer ganz praktisch, wenn ich irgendwas anderes halt anmerken will, was in keines der anderen Felder passt, dann halt immer die Anmerkung. Sprachebene haben auch schon ein paar gesehen, Definition, Workflow-Status, Bild. Bei Bild ist halt die Frage, gibt es sprachspezifische Bilder? Bei der Augenschraube kann man sicher darüber diskutieren, ob die potenziell in einem anderen Land anders ausschaut, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel Screenshots sind ein Klassiker, die sind natürlich sprachabhängig. Und dann eben auf Termebene, primär eben um zu unterscheiden, Verwendungen, aber eben auch um
einfach Zusatzinfo über den Term zu geben. Also wie zuverlässig ist das eigentlich, dass das stimmt? Das ergibt sich sehr oft aus der Quelle. Hat das der, weiß nicht, Abteilungsleiter gesagt oder irgendein Ferialpraktikant mal eingegeben? Das gibt mir einfach Aufschluss darauf, wie sicher stimmt denn das, was ich da eigentlich lese. Typ, Grammatik, etc. Wen es interessiert, es gibt dazu natürlich auch Normen. Zu allem auf dieser Welt gibt es Normen. Das heißt, da hat man sich auch überlegt, so ein bisschen, was gibt es denn für mögliche Datenkategorien. Es gibt auch unter TBX, ich sage jetzt mal, eine reduzierte Variante dieser Specifications. Ich weiß es leider nicht mehr auswendig, ob das TBX Basic noch heißt oder irgendwie anders heißt inzwischen. Aber es gibt einen Dialekt von dieser TBX. Definition, der also wirklich reduziert ist auf, ich glaube, zwei Handvoll Felder, sieht man auch sehr häufig, dass sozusagen TBX hier als Datenmodell verwendet wird. Aber was ich eigentlich immer sehr gerne auch betone, diese Datenmodelle sind auf jeden Fall immer firmenspezifisch, allein schon, wenn ich dann an die Klassifikation denke. Und zum Thema Klassifikation, das ist immer auch das Schwierigste so, wenn ich wo Firmenworkshops gebe, wozu klassifiziere ich eigentlich? Also was bringt mir das eigentlich? Zunächst mal natürlich, um Homonyme unterscheiden zu können. Das heißt, hier habe ich ein anderes Beispiel, das ist jetzt Englisch. Da gibt es den Pole beispielsweise. Also das ist ein Pole auf Englisch. Aber auch jemand aus Polen heißt auf Englisch halt Pole, auf Deutsch halt dann Pole, lustigerweise. Und dann gibt es halt auch irgendwie den Erdpol oder so. Das sind eben unterschiedliche Konzepte. Dasselbe Wort hatten wir schon, nennt sich Homonym. Und die kann ich halt zum Beispiel unterscheiden durch die Klassifizierung, dass ich halt sage, naja, Fachgebiet Geografie, Fachgebiet, keine Ahnung, Straßenbeleuchtung, Fachgebiet Menschen. Und dann kann ich die schon unterscheiden. Das ist jetzt natürlich sehr allgemeinsprachig, aber Sie können sich auch vorstellen, bei Ihnen im Unternehmen, wenn ich den Leiter habe zum Beispiel, dann habe ich halt ein Fachgebiet Human Resources, ein Fachgebiet weiß nicht, Elektrik und ein Fachgebiet Mechanik, und dann weiß ich schon, um welche Leiter es sich jetzt oder welchen Leiter es sich jeweils handelt. Ein anderes Thema ist oft die Navigation. Also ich kann über diese Fachgebiete auch sehr schön zum Beispiel eben diese Taxonomien aufbauen oder eben so Concept Maps aufbauen, indem ich die Dinge eben klassifiziert habe, beispielsweise in Befestigungsprodukte versus Tür, wie sagt man dazu, Door Hinges, Window Sills, also Fensterbänke und Türangeln und was immer es gibt. Also so richtig schöne Taxonomien. Auch das ist sehr praktisch für den Benutzer, dass er navigieren kann. Also wenn ich jetzt die Augenschraube suche, aber kein Teil des Wortes mir geläufig ist, dann kann ich eben in die Taxonomie einsteigen und gehe hier direkt auf die Bolts. Ich weiß, es ist ein Fastening Product, ich weiß, es ist kein Klebstoff, na, vielleicht ist es ein Bolt und siehe da finde ich dann auch die Augenschraube oder ich habe eben solche Concept Map ähnlichen Navigationen auch drinnen. Klassifizieren ist auch wichtig, um ausgeben zu können, filtern zu können. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Teilaufgabe der Terminologie ist, Sie wollen Listen produzieren, also exportieren können, aber nicht die gesamten Termbankinhalte, sondern nur manche, zum Beispiel, welche Termini brauche ich in welchem Produkt oder in welcher Abteilung oder bitte gib mir alle Abkürzungen aus oder so, dann muss ich das eben entsprechend klassifizieren. Dann muss ich wissen, dieser Eintrag ist für Produkt A, für Abteilung A, für Fachgebiet A. Diese Benennung ist eine Abkürzung. Ja, das muss dann ganz klar klassifiziert sein, damit ich das eben gefiltert ausgeben kann. Und zu guter Letzt auch noch, ein bisschen vorwegnehmen vom nächsten Webinar auch, um auch im Workflow automatisiert zuweisen zu können. Also wenn ich sage, ich habe für Fachgebiet A andere, sagen wir jetzt mal, Freigeber als für Fachgebiet B, dann muss ich natürlich dieses Fachgebiet in der Termbank irgendwo haben, damit der Workflow automatisiert funktionieren kann. Wie fühlt sich das jetzt in der Praxis an, so ein Termbank-Eintrag? Dazu habe ich einfach mal ein kurzes Video gemacht und lege jetzt hier in QuickTerm einfach mal einen neuen Eintrag an. Man sieht hier jetzt schon sehr schön die drei Ebenen. Das heißt, ich habe ganz oben jetzt die Konzeptebene, die Eintragsebene, wo ich eben zum Beispiel klassifizieren kann. Also hier habe ich offensichtlich einen Eintrag, der zum Fachgebiet Wahlfunktionen gehört und Marketing und Recht. Bisschen komisch, aber ist halt ein Beispiel. Und dann kann ich weitere Metadaten eben noch hinzufügen, kann halt sagen, naja, da gibt es auch irgendwie Produktklassifikationen dazu, Projektnummern etc., kann das also alles ausfüllen. Und das ist alles die Eintragsebene oder Konzeptebene. Das heißt, das gilt unabhängig von der Sprache immer für alle. Klar, es kann nicht im Französischen dann plötzlich nicht mehr mit Wahlfunktionen zu tun haben. Ich kann hier natürlich auch so Sachen machen, wie zum Beispiel URLs einfügen, ganz wichtig auch verlinken mit extern, aber auch verlinken zum Beispiel mit anderen Einträgen in der Termbank, nicht zu verwechseln mit
Und dann habe ich eben einen Link dorthin. Das ist ganz was Wichtiges, dass ich Links hinterlegen kann. Und dann ist die nächste Ebene hier drinnen eben die Sprachebene. Das heißt, da habe ich jetzt alle Infos, die für eine Sprache gültig sind, beziehungsweise in dem Video springe ich sofort in die Benennungsebene und lege da einen meiner Lieblinge an, nämlich die Dünnrahmenstrang-Gussanlage und gebe jetzt eben Metadaten dazu, zu dieser einen Benennung, damit ich sie eben unterscheiden kann von anderen Benennungen. Jetzt springe ich zurück auf die Sprachebene und sage halt, okay, da wollen wir eine Definition und vielleicht auch eine Quelle zu dieser Definition angeben. Und ich glaube, dann gehe ich her und lege tatsächlich auch ein weiteres Synonym an, also eine weitere Benennung. Da sieht man jetzt auch sehr, sehr schön wieder, wie diese Benennungsautonomie funktioniert. Das heißt, ich sage jetzt nicht Strichpunkt Gussanlage oder so oder in Klammer oder so irgendwas Furchtbares, sondern ich lege einfach eine weitere Benennung an und beschlagworte die wieder mit, im Idealfall, anderen Metadaten, damit ich mich eben auskenne. Ich kann zum Beispiel auch noch Bilder einfügen hier drinnen, also wenn ich sprachspezifische Bilder habe. In der Demo habe ich da jetzt kein Bild, darum habe ich das dann wieder bleiben lassen. Und kann jetzt natürlich auch noch weitere Metadaten einfügen auf der Benennungsebene. Das heißt, da haben wir dann so Sachen wie zum Beispiel spezifische Verwendungen. Und das ist natürlich alles kundenspezifisch. Also das, was Sie da sehen, ist jetzt nur zufällig so für mich, für dieses Video. Ich kann die auch rauf und runter schieben und sortieren. Ich kann auch andere Sprachen hinzufügen, logischerweise zu diesem Eintrag. Und ganz wichtig, da habe ich jetzt eben auch wieder diese Konzeptorientierung. Das heißt, das, was ich da jetzt eingebe auf Englisch, das muss genau das gleiche Konzept sein, das ich auch auf Deutsch hatte. Und zum Beispiel kann ich da eben, wenn ich sage, ich habe eben auch Benutzer meiner Termbank, die kein Deutsch können, kann ich jetzt halt hier zum Beispiel auch hergehen und die Definition auf Englisch hinterlegen. Oder hier mache ich noch so lustige Dinge, wie zum Beispiel sagen, naja, es gibt da regionale Verwendungsunterschiede. Ich habe festgestellt, Gussanlage verwende ich eher in Österreich, Gießanlage eher in Deutschland. Dann kann ich das eben auch noch dazugeben und das Ganze wird dann eben, nachdem er mich gewarnt hat, dass es das schon dreimal gibt in meiner Termbank, okay, das Video ein bisschen zu oft aufgenommen, kann ich das dann hier eben anlegen in der Termbank und kann das dann hier auf unterschiedlichste Art und Weise darstellen, hier eben so in Listenform. So kennt man das ein bisschen aus Multiterm heraus, aber man kann das auch völlig anders dann noch layoutieren, zum Beispiel so ein bisschen in, ja, ein bisschen mein Bildschirm zu klein gewesen, so, jetzt sieht man es schöner, so eher, also für breite Bildschirme oder für hohe Bildschirme kann das also auch noch unterschiedlich layoutieren, aber auch hier sieht man wieder sehr schön Benennungsautonomie, ich habe hier in dieser Ansicht ganz besonders schön, ich habe verschiedene Benennungen mit in der zweiten Spalte den Metadaten zu dieser jeweiligen Benennung und was wir in diesem Layout hier gemacht haben, ist, wir haben da tatsächlich jetzt auch die Sprach- und die Konzeptebene zusammengefasst in einem Bereich, darum wiederholt sich das hier unten auch noch. Ja, da ist logischerweise dasselbe Fachgebiet zum Beispiel, das steht jetzt nicht auf englischer Ebene, sondern das steht eigentlich auf Eintragsebene, aber wir zeigen es hier halt dann ganz einfach doppelt an. Genau, so einfach nur, um am Schluss auch noch Ihnen mitgeben zu können, wie fühlt sich das eigentlich an. Kurzes Fazit, was haben wir also gesehen? Ganz wesentlich als Grundlage in der Terminologiearbeit, es geht immer um die Konzepte. Verschiedene Einträge sind verschiedene Konzepte und zu diesen Konzepten gibt es dann verschiedene Benennungen, die sich auch ändern, wohin und wieder mal welche hinzukommen. Natürlich ändern sich auch Konzepte übrigens. Also ich komme ja auch manchmal drauf, oh, dieses Konzept habe ich irgendwie zu allgemein gehalten. Ich merke, ich muss das aufteilen auf zwei oder drei Unterkonzepte. Dann kann ich das natürlich tun. Dann teile ich das eben entsprechend auf in mehrere Konzepte. Benennungsautonomie haben wir auch festgestellt. Dadurch bin ich auch flexibel. Ich kann dann auch sagen, naja, eine Benennung ist mal erlaubt, mal nicht erlaubt. Das haben wir auch gesehen bei diesem SEO-Beispiel, beziehungsweise werden wir es in der Prüfung noch sehen. Ganz wichtig, ich brauche mein angepasstes Datenmodell, damit das wirklich auf mich passt. Und ich sollte bei diesem Datenmodell immer diese zwei Paradigmen vor Augen haben. Einerseits klassifizieren, ich möchte die Einträge klassifizieren, ich will sie verstehen, ich will sie einordnen können in meine Gedankenwelt und eben auf der anderen Seite die Verwendung, wann verwende ich eigentlich was. Und ja, das bringt mich zum Ende meiner Präsentation. Das heißt an der Stelle, Jakob, wieder over to you, um mal zu schauen, ob es irgendwie Fragen gibt dazu oder Anmerkungen, Proteste oder ähnliches. Alles klar, danke Klaus. Also bitte nutzen Sie auch gerne noch, wir werden uns gerne noch 5 Minuten Zeit nehmen, um auf Ihre Fragen einzugehen. Nutzen Sie gerne noch die Chatfunktion, wenn es noch Themen gibt, die möglicherweise nicht ganz klar waren oder wo Sie Follow-up-Fragen haben. Ich habe mal 3 Fragen herausgepickt, Klaus, für dich.
Wann verwenden wir welche Verwendungsart? Welche Kategorien sind hier erfahrungsgemäß die wichtigsten? Also, wie ich das verstehen würde, das wird auch nochmal, ich schau mal kurz, welche Folie das war, wo du die Übersicht gegeben hast. Ich glaube, das war die Folie Nummer 18. Kann ich da nach oben kurz? So, genau. Und zwar, Ups, ups, ist wieder ganz was hat er jetzt gemacht? hochgesprungen. Okay, Genau, da 18. heißt ja, ich glaube, man sieht es schon, die Usages quasi Standard Variation Rejected. Du hast auch das SEO-Thema angesprochen, ganz interessant, denke ich. Da sollte das darauf abzielen. Also Hintergrund ist eben, dass man Terminologie oder die Verwendungsarten, dass das ein immer breiteres Spektrum wird. Gerade eben bei Website-Übersetzungen haben wir eben, sehen wir mehr und mehr Nachfrage auch, dass man diese Übersetzungen entsprechend mit Blick auf die SEO-relevante Terminologie eben auch optimiert, beziehungsweise eben diese Keywords für die Länder entsprechend abstimmt. Klaus, kannst du vielleicht aus deinem reichen Erfahrungsschatz noch teilen, welche anderen Usages oder Verwendungsarten da bei unseren Kunden eine Rolle spielen? Ja, gern. Also tatsächlich ist das, was man hier sieht, durchaus nicht untypisch. Also was es eigentlich immer gibt, ist irgendwie erlaubt und verboten. Bei Verboten wird dann oft unterschieden, warum es verboten ist. Also es gibt halt Dinge, die sind irgendwie veraltet oder, keine Ahnung, Trademark geschützt durch einen anderen. Also es gibt verschiedene Gründe manchmal, warum es verboten ist. Wichtig ist halt, ich brauche unterschiedliche Werte in diesem, also bei mir heißt das halt jetzt in diesem Screenshot-Usage-Feld. Damit ich dann eben, wenn ich wirklich prüfen will, oder auch wenn ich es visualisieren will für jemanden, der sucht, dass ich da auch flexibel bin. Also dieses SEO-only beispielsweise ist ganz interessant, weil ich bin jetzt hier in diesem Screenshot in der Termbank ganz offensichtlich jemand, der nicht SEO schreibt, weil es eben rot ist und hier als das rot bedeutet, also in diesem Layout bitte nicht verwenden, damit man also sofort sieht, aha, ist verboten. Oder auch wenn ich prüfen würde und ich habe jetzt sozusagen SEO, ich bin nicht SEO-Texter, dann würde Herr Ringerl-Schreuberl tatsächlich reklamieren und sagen, das ist verboten. Bin ich aber sehr wohl SEO-Texter, dann bedeutet SEO-only für mich das eigentlich dasselbe, naja, nicht ganz dasselbe wie Standard, aber es bedeutet halt auch erlaubt. Das heißt, ich will hier diese Flexibilität haben und das ist ein bisschen unternehmensabhängig tatsächlich. Wann ist ein Eintrag oder wann ist ein Terminus erlaubt, wann ist er nicht erlaubt? Wir haben durchaus auch Kunden, wo das nicht nur ein Feld ist, sondern mehrere Felder. Zum Beispiel gibt es Termbankdefinitionen, die sagen dann Verwendungsangabe oder was weiß ich, Verwendung für Marketing und eine zweite Verwendung für Technik. Und dann kann ich eben hinterlegen, dieser Terminus ist im Marketing verboten, in der Technik erlaubt. Es gibt tatsächlich, also wenn man in die ISO hineinschaut, dann gibt es also auch eine Unterscheidung zwischen bevorzugt und erlaubt. Das heißt, immer dann, wenn es mehrere erlaubte Termini gibt, kann man einen davon als bevorzugt setzen. Ich persönlich finde das ein bisschen verwirrend, aber es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wer ist denn jetzt da auch wieder das Zielpublikum der Termbank. Also ich persönlich habe so ein bisschen ein Problem damit, ob wirklich ein Benutzer, der da dreimal im Monat hineinschaut, versteht, was der Unterschied zwischen erlaubt und bevorzugt ist und welches soll ich denn da jetzt verwenden. Aber wie gesagt, besonders Prüfsoftware macht das durchaus, dass sie sagen, naja gut, eigentlich solltest du hier das verwenden, aber es ist das, was du da geschrieben hast, ist auch erlaubt, also ist auch okay. Ja, ich weiß nicht, beantwortet das die Frage? Ja, ich denke schon. Danke, das war sicher. Ich glaube, das Spannendste ist eben auch, wie das andere Unternehmen lösen und ich glaube, da hat auch die Ja, Frage darin also abgezielt. was man da hineinschreibt als Wert, das ist tatsächlich auch, hängt so ein bisschen von der Firmenkultur ab. Also ich habe schon Kunden, die sagen, na, da muss auf jeden Fall verboten drinstehen, weil sonst checkt das niemand und hält sich keiner dran. Es gibt dann andere Kunden, die sagen, naja, verboten ist jetzt schon ein bisschen strikt, ja. Schreiben wir da lieber nicht empfohlen oder so. Bitte nicht verwenden. Also das ist tatsächlich so ein bisschen auch abhängig davon, wie kommuniziert man denn eigentlich im Unternehmen. Das sage ich ganz brutal, erlaubt verboten oder bin ich diplomatischer? Ist aber eigentlich völlig egal, also sowohl für die Layoutierung als auch für die Prüfsoftware. Wie man das im Einzelfall nennt, ist eigentlich wirklich egal. Hauptsache es ist halt irgendwie ableitbar aus einem Feld oder einer Kombination aus Informationen, was ist denn da jetzt gerade erlaubt und was nicht. Gut, danke Klaus. Dann hätte ich gesagt, machen wir noch eine kurze. Wie genau unterstützt Kaleidoskop bei der Erarbeitung von einem kundenspezifischen Datenmodell? Ich würde das nur kurz antworten.
Also wir Das haben kannst im du, glaube ich, Zuge ja. eben des Rollouts unserer Lösungen ein maßgeschneidertes Dienstleistungspaket, wo eben Experten von unseren Professional Services, wie eben der Herr Fleischmann, quasi vor Ort teilweise in Remote-Zeiten wie diesen eben auch virtuell, initial mit einem Workshop einfach diese kundenspezifischen Gegebenheiten analysieren. Das heißt, wie sieht der Prozess aus, welche Rollen gibt es da, wie wirken die Beteiligten mit, wie sind die Daten strukturiert, welche Abteilungen, welche Einflussnehmer gibt es da, und dann wirklich diese Information strukturiert in einem Konzept mit entsprechenden eben Rollen, Konzepten, einem Datenmodell hinterlegt, erarbeiten und im System hinterlegen. Sorry, Klaus, das war jetzt keine kurze Antwort. Ist Passt genehmigt. das aus deiner Sicht oder würdest du das noch ergänzen? Ja, ich denke, das passt so aus meiner Sicht genauso. Die Schlüsselfragen sind tatsächlich immer diese Themenklassifizierung. Das ist oft so ein bisschen ein Fragezeichen bei den Kunden am Anfang. Warum braucht man das überhaupt? Und wie sollen wir klassifizieren? Wir arbeiten da ganz gerne auch mit Checklisten. Also wir haben vorab so einfach so Infopakete und Checklisten, die wir gerne auch vor den Workshops hinschicken, weil oft gibt es im Unternehmen schon Klassifikationssysteme in irgendwelchen Dokumentmanagementsystemen oder weiß ich nicht, die gesamte Struktur der Firma irgendwie findet man eh auf der Website. Aber das ist dann oft besser, dass sich die Teilnehmer vorbereiten und das vorher schon zusammensuchen, zusammenkratzen, als wenn man das dann erst im Workshop macht. Aber Klassifikation ist aus meiner Sicht so immer so ein bisschen die Hürde. Wozu brauche ich das? Was bringt mir das? Und vor allem, wie soll ich klassifizieren? Alles klar, perfekt. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Wir haben jetzt schon 6 Minuten überzogen. Wenn es noch Fragen gibt, bitte richten Sie die jederzeit an uns. Wir wagen auch noch einen Ausblick. Ich springe jetzt nochmal ans Ende der Präsentation zum nächsten Webinar, das schon wieder nächste Woche quasi ansteht, wo es dann wirklich auch um das Aufsetzen dieser Terminologieprozesse oder Workflows geht. Also wie kann man dann eben alle Beteiligten entsprechend einbinden in so einen systematischen Prozess? Wie kann man diese Aufwände schlank halten? Wie kann man diese Prozesse möglicherweise auch automatisiert bzw. unterstützt, systemunterstützt aufsetzen? Genau auf das fokussieren wir uns im nächsten Teil. Wie gesagt, falls es noch Fragen gibt, bitte melden Sie sich bei uns. Sie werden diese Webinar-Aufzeichnung eben im Laufe der Woche eben auch dann auf unserer YouTube-Page schicken. Und ansonsten, wie gesagt, können Sie auch gerne einfach antworten auf die Mail mit unserer Einladung. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Teilnahme und ja, wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, danke.